Weiter geht's mit Shepard und Mass Effect 2. Wir begeben uns wieder in den Weltraum. Ich nehme an, Kelly hat nichts für uns. Und wie ich es mir beim letzten Mal vorgenommen habe, werden wir diesmal ein bisschen Ilium besuchen. Eigentlich wollte ich ja auch zwischendurch, zwischen den Aufnahmen, ein bisschen hier rumhüten und Sternsysteme abgrasen für Rohstoffe. Habe ich jetzt doch nicht gemacht, bin ich nicht zugekommen. Aber das werde ich schon demnächst mal noch mitmachen. So, da wir noch im Boltzmann-System waren, nach Kasumis Auftrag... Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Ja, ich weiß. Da wir durch Kasumis Auftrag noch im Boltzmann-System waren, mussten wir jetzt erstmal wieder zurückfliegen. Kaufen wir mal fix noch ein bisschen Treibstoff wieder ein. Und dann können wir uns auch ins Massenportal stürzen, um hinüber zu fliegen nach Ilium. Wir sehen schon im Halbmondnebel. Da sieht es ganz schön... Ich sehe es gleich gar nicht. Da sieht es schon ganz schön voll aus, ne? Da steht einiges auf dem Plan. Ne? Und ich gebe zu, ich nehme an, wir werden in dieser Aufnahmesession auch nicht großartig viel anderes machen als Ilium. So, starten wir mal. Ilium ist eine klassische Gartenwelt, erschlossen als Umschlaghafen zwischen den Terminus-Systemen und den Asari-Republiken. Um diesen Handel zu ermöglichen, wurden die üblicherweise sehr strengen Gesetze des Ratssektors, was Produktsicherheit, verbotene Materialien und den Handel mit intelligenten Wesen angeht, gelockert. Offiziell ist Ilium keine Asari-Welt, es wurde lediglich aufgrund von Geschäftsinteressen der Asari kolonisiert und wird heute von Asari betrieben. Rechtlich nimmt es damit die gleiche Stellung ein wie die Forschungsenklaven der Menschen auf Noveria. Ilium gehört zu den jüngsten Asari-Kolonien und entstand während der 7. Expansionswelle. Das erste auf dieser Welt geborene Kind erreicht gerade erst sein mittleres Alter, was bei Asari wahrscheinlich 500 Jahre oder so ist. Die Welt ist heiß und sehr groß. Bodensiedlung, ist nur in den höheren Zonen der Polargebiete möglich. In Äquatornähe wohnt die Bevölkerung in arkologischen Wolkenkratzern, um der Oberflächenhitze zu entgehen. Gründung der Kolonie 1617, sage ich doch 500 Jahre ungefähr. Oder 600? 500? 600? 500, glaube ich. 550 wahrscheinlich. Population auf der Oberfläche 84,9 Millionen. Gut, Nos Astra, ich glaube, da fliegen wir auch hin, in die Hauptstadt davon, und los geht's. So, weiß ich gar nicht, was wir da zuerst angehen werden. Auf jeden Fall haben wir erstmal einiges zu erkunden, bevor wir überhaupt irgendeinen Auftrag annehmen. Wahrscheinlich wird es jetzt die erste Folge wieder einnehmen, dass wir einfach nur durch die Gegend laufen und erkunden, denn es gibt auch lustige Gespräche zu belauschen dort. Gut, wen nehmen wir denn mit? Ich weiß es nicht. Mordin? Finde ich immer gut. Und als zweites, wir nehmen mal Miranda mit, weil die ja von Bedeutung hier ist. An der Stelle. Nee, das Outfit ist blöd. Wir bleiben bei dem Outfit. Oder nee, ich nehme mal nicht Mordin mit. Ich nehme Tali mit. Oh, bei der haben wir auch schon ein anderes Outfit. Das können wir eigentlich gleich mal anziehen. Genau, das ist halt durch den DLC bedingt. Und Miranda, weil die für die Mission wichtig ist. Gut. Volle Frauenpower hier. Zwei Punkte haben wir frei, die könnten wir theoretisch auf Ziehen ausgeben, beziehungsweise einen davon, aber das spare ich mir mal. Bei Miranda gibt es einiges auszugeben. Die Überlastungen, die sollten wir auf jeden Fall mal ein bisschen erhöhen. Und das war's auch schon. Tali haben wir noch gar nicht gemacht. Schicker Anzug. Schön mit Gold und so. Gut, Kampfdrohne, ja, da geben wir mal einen Punkt drauf, damit wir das KI-Hacken ein bisschen machen können. Die ist halt die volle Technikerin hier. So, dann machen wir noch ein bisschen auf Maschinistin. Gut. Los geht's. Waffen sollten eigentlich soweit... Locus ist drin. Locusten natürlich. Die M6... Entschuldigung. Die M6A Carnifex. Ich konnte mich jetzt nicht zwischen 6 und 6 entscheiden. Da ist dann 6 rausgekommen. Ist klar. So, da wollte ich die Phalanx reinmachen. Geht super los. Bei ihr, oh, die hat die, oh, die kann eine Schrotflinte bedienen, das ist ja erstaunlich. Finde ich gut. Okay, bleiben wir so und starten mal in Richtung Ilium. Sollte mal wieder geölt werden, ne? Willkommen in Nos Astra, Commander Shepard.
Wir wurden angewiesen, alle Andock- und Verwaltungsgebühren für Ihren Besuch zu erlassen. Mein Name ist Karina. Wenn Sie Informationen über die Umgebung benötigen, wäre es mir eine Freude, Ihnen behilflich zu sein. Wer hat Sie angewiesen, auf die Gebühren zu verzichten? Der Befehl kam von Liara Tissoni, die alle Gebühren für Sie bezahlt hat. Sie hat auch darum gebeten, dass ich Sie zu ihr führe, sobald Sie Zeit dazu haben. Sie ist in der Nähe der Handelsebene. Was können Sie mir über Nos Astra erzählen? Es ist eine aufregende Stadt. Wegen unserer Nähe zu dem Terminus-System sehen wir hier viele neue Kulturen und Waren. Gleichzeitig ist Ilium nach wie vor eine Asari-Welt. Sie sind hier genauso sicher wie auf der Citadel. Zu Ihrer eigenen Sicherheit würde ich jedoch empfehlen, nichts zu unterschreiben. Was ist so gefährlich an einer Unterschrift? Auf Ilium herrscht freier Handel, Commander. Die Anforderungen an Vertragsbedingungen sind hier lockerer als auf anderen Planeten. Wir müssen diesen kleinen Preis bezahlen, um beim Warenhandel mit dem Terminus-System die Nase vorn zu behalten. Sie sprachen von Handel. Was wird auf Ilium gehandelt? Alles, was Sie sich vorstellen können, Commander. Ilium ist eine wunderbare Welt für die, die es sich leisten können. Um als Hafen für die Terminus-Systeme konkurrenzfähig zu bleiben, haben wir viele Standards der anderen Asari-Welten gelockert. Die meisten Drogen sind legal, solange sie korrekt beschriftet sind. Man kann hier fast jede Waffe oder Technologie kaufen. Es gibt sogar Zwangsarbeiter. Ich kann nicht glauben, dass eine Asari-Welt Sklaverei zulässt. Wir vermeiden die Bezeichnung Sklaverei. Alle Zwangsarbeiter auf Ilium haben freiwillig einer bestimmten Dienstzeit zugestimmt. Die meisten entscheiden sich für Zwangsarbeit, um Schulden zu begleichen oder dem Gefängnis zu entgehen. Jede Vertragspartnerin ist für das Wohlergehen ihrer Arbeitskräfte verantwortlich und deren Pflichten werden vorher einvernehmlich festgelegt. Sie sagten, Liara sei hier. Was macht sie? Liara ist eine von Nos Astras anerkanntesten Informationsmaklerinnen. Nos Astra ist ein Handelszentrum. Information ist eine wertvolle Währung und Liara macht damit ziemlich gute Geschäfte. Wie gesagt, Sie finden sie in der Nähe der Handelsebene. Sie freut sich schon auf Sie. Haben Sie Empfehlungen dafür, was man auf Nos Astra so alles unternehmen kann? Unser Handelszentrum ist direkt geradeaus. In der Nähe gibt es auch Restaurants und verschiedene Geschäfte. Sie sollten sich auch unsere Kiosks ansehen. Auf Nos Astra finden Sie Sachen, die es sonst nirgendwo in der Galaxie gibt. Ich habe eine Mission. Können Sie mir helfen, jemanden zu finden? Bei Unterhaltungszentren und Geschäften kann ich behilflich sein, aber zu einzelnen Personen kann ich sie leider nicht bringen. Aber Liara ist bei so etwas sehr versiert. Sie kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. Danke. Ich heiße Sie erneut in unserer Stadt willkommen, Commander, und wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Laut Zollbericht hält sich eine Justikarin namens Samara in diesem Hafen auf, Shepard. Ihre frühere Teamgefährtin Liara Tissoni könnte mehr wissen. Ihr Büro liegt über der Handelsebene. Sie könnten mit ihr auch über den Aufenthaltsort von Thane Krios sprechen, dem Attentäter in ihrem Dossier. Außerdem habe ich eine Nachricht für Miss Lawson. Lantea hat ein Zimmer im Eternity reserviert und wird dort warten. Danke, Edie. Gut, wir sind jetzt also auf Ilium angekommen und ja, letztendlich ist Zwangsarbeit ja nur ein modernes Wort für Sklaverei. Das gibt es ja heutzutage auch in Katar zum Beispiel, dort gibt es viele. Ja, es sind nicht Zwangsarbeiter, dort wird es Gastarbeiter genannt, aus Indien und Bangladesch und solchen Gegenden. Und die werden aber letztendlich auch dort gehalten wie Sklaven, weil die einfach gar nicht das Geld haben, um wieder wegzukommen teilweise. Die arbeiten dort für einen Hungerlohn, schuften sich zugrunde und schicken das Geld an ihre Familien zu Hause, weil sie dort noch doch ein bisschen mehr verdienen als in Indien, wo ja teilweise eine unglaubliche Armut herrscht. Aber die kommen auch gar nicht wieder weg, selbst wenn sie wollen. Und dort ist auch eine ziemlich hohe Todesrate unter den Arbeitern. Also gerade was so den, gerade was so den Stadionbau für die WM, für die Fußball-WM in Katar angeht und so, da sterben ja unglaublich viele Gastarbeiter dort. Das ist letztendlich wirklich nichts anderes als Sklaverei. Eins muss man den Asari lassen. Kulturell ist Ilium das reinste Wunder. Von ihrem Einfallsreichtum kann sich die Menschheit eine Scheibe abschneiden. Tja, in diesem Teil werden wir leider keine Asari mit an Bord haben. Nein, Sie verstehen nicht. Ich habe es in der Nähe des Transportterminals verloren. Man kann es nicht ersetzen. Es ist ein Geschenk von meinem Seelenverwandten. Es ist die einzige Erinnerung, die mein Kind an seinen Vater hat. Bitte, wenn Sie es finden. Nein, ich verstehe schon. Verzeihung, aber ich telefoniere. Ja, ich dachte, vielleicht kann ich dir helfen. Verzeihung, aber ich telefoniere. Dann eben nicht. Tut mir leid. Dann will ich nicht gestört haben. 25! Bei 25 verkaufen! Nein, Sie hören mir nicht zu. Ich will kaufen. Kaufen Sie alles auf.
Komm schon, komm schon, gib mir was. Diese Volos, die sind wie kleine, in Panzer gepackte Schweine, ne? Nur sehr wenige Quarianer kommen hierher. Ilium hat der Flottille einen Mindestabstand vorgeschrieben, den sie einhalten muss. Für alle, die es sich leisten können, ist das der großartigste Planet der Galaxie. Und sie tun alles dafür, dass die Flotte der Quarianer nicht herkommt. Tja, Ilium macht sich... Entschuldigung, sind Sie Commander Shepard? Ja, bin ich. Ich wollte gerade sagen, Ilium macht sich letztlich seine eigenen Geschäfte, seine eigenen Regeln, meine ich. Denn letztendlich sieht es hier zwar viel schöner aus als auf Omega, aber viel moralischer geht's ja auch nicht zu. Sie sind doch Commander Shepard. Ich habe Ihre, Sie würden es vermutlich Aura nennen, gesehen. Ich würde Sie überall erkennen. Ich soll Ihnen eine Nachricht überbringen, falls ich Sie sehe. Von einer Freundin, die Sie auf Noveria gewonnen haben. Gianna Parasini, schätze ich mal. Ich habe auf Noveria viele Leute kennengelernt. Könnten Sie ein wenig präziser sein? Ich glaube, die Nachricht selbst wird das deutlich genug machen. Shepard, wir sind versteckt. Ach. Wir graben, wir bauen, aber wir wissen, dass Sie jene suchen, die die Lieder unserer Mütter zum Verklingen brachten. Wenn die Zeit kommt, wird unsere Stimme sich mit der Ihren verbinden. Und unser Crescendo wird die Dunkelheit mit reinigendem Feuer überziehen. Danke, Shepard. Die Rachni werden wieder singen. Ist das nicht schön? Und das verdanken wir Ihnen, wollte sie noch sagen wahrscheinlich. Ist das nicht schön? Die Rachni sind doch dankbar und melden sich sogar mal wieder. Und vor allem haben sie uns gerade, auch wenn es so ein bisschen verklausuliert war, aber ein Versprechen gemacht, dass sie mit uns zusammen kämpfen werden, wenn wir sie zum Kampf rufen sollten gegen einen großen Feind. Was, wie wir uns vorstellen könnten, eventuell die Reaper sind mal in Zukunft. Kontrollieren Sie sie nicht? Sind sie auf Ilium? Machen wir mal das hier. Wie haben Sie von einer anderen Asari Besitz ergriffen? Man kann doch nicht einfach so den Geist anderer Leute übernehmen. Friede, Shepard. Die Rachni-Königin kontrolliert meine Gedanken nicht. Das war nur eine Nachricht, die ich übermitteln sollte. Ich bin ihr auf einer unerforschten Welt begegnet. Sie hat mein Leben gerettet. Und mehr noch, sie hat ihm einen Sinn gegeben. Sie sind ein erstaunliches Volk, Shepard. Die Galaxie schuldet ihnen viel, weil sie ihnen eine zweite Chance ermöglicht haben. Ich finde auch, dass die ein verdammt interessantes und erstaunliches Volk sind. Also da gibt es weitaus uninteressantere. Und ich sehe die auch in keinster Weise als Bedrohung an. Also zumindest den Stamm dieser Königin nicht. Zumal die uns gegenüber ja zur Dankbarkeit verpflichtet ist. Wie haben Sie die Rachni gefunden? Ich arbeitete als Kurier. Piraten haben mein Schiff überfallen und mich auf einer unerforschten Welt ausgesetzt. Ich war schwer verletzt. Allein und dem Tode nah. So haben sie mich gefunden. Sie haben mich gerettet. Sie haben diese Welt ja offensichtlich wieder verlassen. Haben die Rachni ihnen ein Schiff gegeben? Nein. Zahllose Arbeiterinnen haben mein Schiff repariert. Es läuft jetzt besser als vorher. Irgendwie erinnern sie mich an die Keeper auf der Citadel. Alle arbeiten zusammen. Und jeder hat eine Aufgabe. Ja, wir wissen ja auch, dass beide, zwar auf verschiedene Weise, aber über kollektive Bewusstsein verfügen. Bei den Keepern ist es die Kontrolle der Citadel, die auf die Keeper ausgewirkt wird. Wobei die Keeper natürlich, die sind ja eine indoktrinierte Spezies. Die sind ja nicht mehr so richtig am Leben eigentlich. Bei den Asari wollte ich schon sagen, bei den Rachni wiederum. Ist es die Königin, die durch ihren Gesang alle anderen kontrolliert und koordiniert. Was wurde aus den Piraten, die sie angegriffen haben? Sie wurden vernichtet, wie sie es verdient hatten. Die Rachni sind nicht aggressiv, aber sie tun, was sie tun müssen. Sie sagten, die Königin hätte ihrem Leben einen Sinn gegeben. Was meinen Sie damit? Die Königin hat während meiner Heilung ihr Lied mit mir geteilt. Ich habe die Rachni so gesehen, wie es nur eine Asari kann. Sie sind wunderschön
und sehr verletzlich. Sie brauchten jemanden, der Dinge für sie kauft, die sie nicht selbst herstellen können. Jemanden, der Teil des Systems ist. Einen Agenten, wenn Sie so wollen. Ich helfe Ihnen gerne. Mein Leben als Kurier war leer und oberflächlich. Jetzt helfe ich einer großen Spezies beim Wiederaufbau. Finde ich schön. Also natürlich brauchen Sie solche Leute, weil Sie, man kann ja nicht alles selbst herstellen. Und Handel können Sie selbst nicht betreiben, weil Sie verschrien sind bei allen anderen und Sie wahrscheinlich nur getötet werden würden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Asari am ehesten empfänglich für das Lied der Arachni sein werden, weil die ja auch eine sehr spirituelle Spezies sind. Und die werden am ehesten die Schönheit der Arachni erkennen unter der etwas hässlichen Oberfläche der insektenartigen Tiere da. Also es sind ja keine Tiere, aber sie sehen wie welche aus. War es wirklich so einfach, ihr altes Leben hinter sich zu lassen? Sie haben Bedenken, dass die Königin mich kontrolliert. Ich verstehe das, aber so funktioniert es nicht. Unsere Gedanken waren in perfektem Einklang. Ich sah ihren wunderschönen Geist und ihre Not. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Wenn Suggestion dabei eine Rolle gespielt hat, dann war es ein Nebeneffekt ihrer Bemühungen, mein Leben zu retten. Ich bin glücklich. Können Sie mir sagen, wo die Arachni sind? Leider nein. Ich verfüge selbst nicht mehr über diese Information. Nach dem Treffen mit der Königin wurde diese Information entfernt. Es tat nicht weh. Und jetzt erinnere ich mich einfach nicht mehr daran. Es wird mir wieder einfallen, wenn es erforderlich ist. Und Ihre Vorsicht ist ja auch verständlich. Die Galaxie ist noch nicht bereit für die Rückkehr der Arachni. Ich habe verstanden, dass sie dankbar ist. Aber was bedeutet der Rest der Nachricht? Dass der erste Arachni-Krieg ein Fehler war. Etwas brachte die Stimmen ihres Volkes zum Verklingen. In der Psychologie der Arachni bedeutet das wohl so etwas wie Gedankenkontrolle. Es lässt sich nicht wirklich übersetzen. Jedenfalls glaubt sie, dass sie diejenigen bekämpfen, die das getan haben, und verspricht ihnen Hilfe. Entweder sind die Kollektoren gemeint oder, was wahrscheinlicher ist und was Shepard hier auch denkt, die Reaper. Sie glaubt, dass die Reaper den Arachni-Krieg ausgelöst haben? Ich bin nicht sicher. Aber sie war überzeugt, dass ihre Vorfahren gegen ihren Willen zu dem Krieg gezwungen wurden. Ihr Volk ist von Natur aus nicht aggressiv. Wenn es in den Krieg gezogen ist, dann nicht aus freien Stücken. Kann ich mir gut vorstellen. Danke für diese Information. Es freut mich, dass es meiner Freundin auf Noveria gut geht. Leben Sie wohl, Commander Shepard. Sie werden mich nicht wiedersehen. Schade, ich würde gern mehr über die Arachni erfahren. Aber wir werden die Arachni im dritten Teil wieder kennenlernen. Da werden sie nochmal erwähnt werden. Stoßen Sie Fertighäuser ab? Warum nicht? Habe ich nach Eden Prime auch gemacht. Konnte davon neue Exo-Anzüge für meine Kinder kaufen. Sie sind verrückt. Der Typ ist irgendwie lustig. Genau, also wir werden im dritten Teil nochmal mehr von den Arachni erfahren, aber es ist schon mal schön zu hören. Und da ist Gianna Parasini. Also wir haben hier großes Wiedersehen. Heilige in den ganzen... Scheiße. Shepard? Ich dachte, sie wären tot. Mit den ganzen Leuten von Noveria. Shepard? Überall hieß es, sie wären tot. Was ist passiert? Nein, halt, ist vermutlich geheim. Vergessen Sie meine Frage. Sie müssten mich sowieso anlügen. Es ist ein paar Jahre her. Ich bin Gianna Parasini, interne Ermittlung in Noveria. Sie haben mir geholfen, Administrator Anolais festzunageln. Du schuldest mir noch ein Bier. Ich habe Ihnen gerne geholfen. Was ist aus Administrator Anolais geworden? Er hat den einzigen Fehler begangen, den Noveria nicht toleriert. Er wurde erwischt, als er sich ihr Geld eingesteckt hat. Er sitzt jetzt ein paar Jahre in einem Knast für Wirtschaftskriminelle. Viel wichtiger ist aber, dass er in der Branche nie wieder einen Job bekommt. Setzen Sie sich. Wenn ich mich recht erinnere, schulde ich Ihnen ein Bier. Ja. Da bestehe ich drauf. Was führt Sie nach Ilium? Ich meine, worüber Sie auch reden können. Ach, weißt du, eigentlich können wir so ehrlich sein, oder? Ich meine, warum sollten wir da ein großes Geheimnis draus machen, dass wir die Kollektoren bekämpfen? Haben Sie schon mal von den Kollektoren gehört?
Sie greifen Kolonien der Menschen an. Ich werde sie aufhalten. Oh Mann, Shepard. Bei mir heißt ein harter Job nur, dass es mehr Papierkram gibt. Hey, hören Sie, mir ist gerade was eingefallen. Ich muss gehen. Wir reden später weiter, ja? Und vergessen Sie nicht, Ihr Bier auszutrinken. Tja, die Nachricht, die haben wir schon bemerkt. Shepard musste weg. Ziel hat mich gesehen, durfte Tarnung nicht aufgeben. Asari-Händlerin schmuggelt Pläne von Noveria. Könnten Sie sie dazu überreden, Ihnen etwas Besonderes zu zeigen? Na klar doch. Ich habe jetzt kein Bier darin gesehen, ehrlich gesagt. Und wenn, dann war es sehr durchsichtig, was dann kein Bier wäre. Naja, was soll's. Okay, sprechen wir mal mit der Händlerin. Ich suche nach den besten Tech-Upgrades, die Sie haben. Natürlich. Ich kann Sie beraten und herausfinden, welche Optionen für Sie geeignet sind. Willkommen! Sie sehen aus wie jemand, der nur Ausrüstung von höchster Qualität gebrauchen kann. Sehen Sie sich ruhig um. In meinem Geschäft gibt es die beste Tech- und Biotik-Ausrüstung auf ganz Ilium. Ist alles hier so teuer? Ich wollte hier eigentlich jede Menge Credits ausgeben. Wirklich? Ich statte ein Team für eine gefährliche Mission aus. Ich brauche das Beste und bin auch bereit dafür zu zahlen, wenn Sie mir ein wenig entgegenkommen. Nun, ich könnte Ihnen am Kiosk einen Vorzugspreis einräumen. So, ein kleiner Rabatt. Und wenn besondere Waren reinkommen, können Sie einen Blick drauf werfen. Von welchen besonderen Waren sprechen wir? Ach, Sie wissen schon. Baupläne, Entwürfe, nichts Illegales, aber ich habe nicht für alles davon eine Verkaufslizenz. Haben Sie sonst noch was? Irgendwas, das in Ihrer normalen Verkaufsliste nicht aufgeführt ist? Nun, da wäre noch eine Sache. Sehr fortschrittlicher Entwurf. Offiziell noch gar nicht erhältlich. Das liegt daran, dass er auf Noveria noch in der Entwicklungsphase ist. Der Export ist illegal. Hallo Hermia. Parassini, das war eine Falle! Aber hier ist nicht Noveria. Sie haben nicht das Recht, mich zu verhaften. Mir ist egal, ob Sie einsitzen oder nicht. Ich habe genug Beweise, um Ihren Laden mit Bußgeldern endgültig zu zerschlagen. Sind Sie überhaupt ermächtigt, den Plan zu beschlagnahmen, den Sie verkaufen will? Nicht nötig. Hermia stand unter Verdacht. Und wir haben ihr fehlerhaftes Material geliefert. Das Ding würde lediglich direkt unter Ihrer Nase explodieren. Ich muss weg. Ich muss mit meinem Anwalt sprechen. Machen Sie schnell, Hermia. Wenn die Zahlungsbefehle reinflattern, können Sie ihn sich nicht mehr leisten. Ah, das hat gut getan. Ich muss ein bisschen Papierkram erledigen. Kommen Sie doch an meinen Tisch, wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben. Machen wir. Sie sitzt wieder da drüben und da haben wir noch einen kleinen Gefallen getan. Mache ich doch gern. Also mit Gianna Parasini kann man immer zusammenarbeiten, der kann man eigentlich vertrauen. Hermia wird in Kürze eine sehr arme Frau sein. Danke für die Hilfe, Shepard. Asari fertig zu machen ist klasse. Erst so alterslos und überlegen, aber wenn man sie am Haken hat, kreischen sie wie Schulmädchen. Ich frage mich gerade, ob sie auch im ersten Teil schon so eine Reibeisenstimme hatte. Ich glaube, da war die noch ein bisschen angenehmer, oder? Kommt mir das nur so vor? Es muss schön sein, eine Arbeit zu haben, die einem wirklich Spaß macht. Ich wollte Bulle werden oder zur C-Sicherheit. Aber meine Familie musste Rechnungen bezahlen. Ich brauchte einfach ein Gehalt, wie es nur ein großes Unternehmen bezahlt. Außerdem sieht man in diesem Job keine Sachen, die einen um den Schlaf bringen. Wirtschaftskriminalität ist nett und sauber. Mann, dieses Mal musste ich wenigstens keine hohen Absätze und kein Kleid tragen. Ja, das musste sie ja machen, als wir Anoleus Hobbs genommen haben. Denn da hat sie ja undercover als Sekretärin für ihn, ich glaube, ein halbes Jahr lang oder so gearbeitet. Wie sind Sie eigentlich auf Noveria gelandet? Stipendiatenprogramm und konkurrenzorientiertes Praktikum. In den Wissenschaftsfächern war ich immer nur Durchschnitt. Aber im Ergründen von Geheimnissen war ich immer spitze. Wenn man in Armut aufwächst, aber von reichen Kindern umgeben ist, lernt man sich zu verstellen. Für die Arbeit undercover ist das sehr hilfreich. Was haben Sie jetzt vor? Recherche. Wir hatten in letzter Zeit ein paar Hackerangriffe und ich will sicherstellen, dass sie extern waren. Viele interessieren sich plötzlich für dunkle Energie. Meine Bosse wollen wissen, ob man sich deshalb Sorgen machen muss. Damit werde ich die Zeit bis zu meinem nächsten Undercover-Einsatz überbrücken. Es muss hart sein, so oft Undercover-Einsätze zu haben. Halb so schlimm. Man lernt neue Orte kennen, ist ständig jemand anders. Komisch ist es bloß, wenn man nach Hause kommt, mit jemandem reden will und nicht mehr weiß, wie man reagieren soll. Als wäre es eine weitere Tarnidentität. Verstehen Sie? Tief im Inneren macht es Ihnen Spaß, anderen etwas vorzumachen.
Deshalb sind Sie auch so gut darin. Das stimmt wohl. Ich bin als armes Arbeiterkind aufgewachsen. Jetzt bewege ich mich unter den Reichen und Mächtigen, mache Notizen und beschaffe Beweise. Und keiner von denen sieht mich kommen. Es war mir ein Vergnügen, Gianna. Mir auch, Shepard. Man sieht sich. Ach, was soll's. Viel besser als ein Autogramm. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Ich hoffe, der Helm hat geschmeckt. Ja, also ich mag Gianna Parasini eigentlich und ihr kann man auch immer vertrauen, weil sie wirklich für eine gute Sache meistens arbeitet und Wirtschaftskriminelle Ops nimmt.